Und so weiter und so fort. Oh, wir müssen aber was gegen die Bestrahlung tun. Hui. Na, eigentlich haben wir ja uns ja schon vorgenommen, was wir machen wollen. Nur dafür müssen wir gleich mal alles wegpacken. Denn ihr wisst ja, was beim letzten Mal passiert ist. Ja. Das dahin, dann fangen wir dahin, dann können wir den nochmal auffüllen. Lala. Also wenn die Munition verschwinden würde, das würde ich mal großartig stören. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Was mich eher stört, ist, wenn die Munition weg ist. Wenn die Waffen weg sind. Weil das tut dann nämlich weh. Das tut dann nämlich richtig weh. Das mal. Okay. Da hat er irgendwie keine Probleme, die mit reinzupacken. Oder liegt es daran, weil ich es hier gerade noch trage? Jetzt passt es. Jetzt ist es nur noch chaotisch, das sieht man richtig im Leben. In den Schränken, weil ich mir da auch tatsächlich jetzt keine große Mühe mehr gebe, die einzusortieren. Also schon bis zu einem gewissen Punkt. Aber das mit der Adrenalinspritze fand ich es interessant, dass das echt uns sozusagen den Arsch rettet. Hätte ich so an sich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Erstmal raus aus dem Winter. So, und jetzt ist es egal, wenn wir jetzt irgendwas verlieren, dann ist es halt so. Ah, okay. Wir müssen erstmal eine Mission machen und dann können wir. Gut, dann machen wir es dann anders. Das sind nicht die Waffen. Oh, wo hab ich denn hier hingepackt? Sind das die Waffen? Nee, das sind nicht die Waffen. Das sind die Waffen. Aber haben wir euch. Da packe ich nochmal was rein. Da. So, 10 Schuss davon. Davon reichen 20 Schuss. Hiervon hätte ich gerne schon. So. Das hätte ich nochmal Vorbereitung für die nächste Mission. Gut, dann machen wir es nämlich so. Wir machen jetzt auch eine Mission. Danach machen wir nochmal ein bisschen Skillerweiterung. Ja.
Schon wieder. Ah, der Typ hier hat schon gesagt, dass wir das gleich mehr Geld müssen, aber... Er geht mir so offen und sagt, dass er gar nicht mehr das lesen will, was er da von sich gibt. Also, wir gehen dahin. Wir haben hier Medizin, das kann er machen. Wir haben das, das kann Olga machen. Nein, wir gehen dahin. Du bist dahin. Und der alte Mann, der kann ruhig da bleiben. Hat, auf geht's. Wenn die Familie meines Volkes. Wenn die Familie meines Volkes gefangen gehalten wird. Die Familie meines Volkes. Okay. Ja. Was soll man dazu sagen? Au. So ein kleiner Bastard. Wie unfair. Wie lange es dauert, bis ich dann auf ihn schießen kann. Oder ab wann es dann erst richtig gilt, ne? Ey, das ist ja mal asozial. Wir können ja mal auf die Map gucken. Wo müssen wir denn hin? Da. Und da ist die Frage. Ich gehe auch tatsächlich schnurstracks erstmal gleich direkt zum Fragezeichen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ach, guck mal, wer da ist. Das ist du! Und er hat wieder Chuck Chernobyl-Light in sich. Ich finde, da ich das jetzt aussehen, dein Kopf irgendwie im Boden versunken ist, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Seit wann ist das hier so unter Wasser? Das ist neu. Pilze nehmen wir doch gleich mit. So. Also das ist da wirklich neu. Aber mal gucken, was ist das mit diesem Gefängnis auf sich hat. Da haben wir noch was. Ach komm. Geschätzte Dosis war. Okay. Dies ist ein Überfall! Stehen bleiben! Jo, was soll ich dazu sagen?
mal, ich kann schon irgendwie zu ihm hinlaufen. Der checkt das nicht. Also wenn, dann muss mein Typ echt eine Katze in der Familie haben. Wow. Was hat er mitbekommen? Центр, враг за... Он спрятался. Оставайтесь спокойными. Да. Центр. Да. Alter, da schießt er dann durch den Boden durch. Was für ein Wichser. Halleluja. Interessant. Also, den Unterbau hier gerade, aber... Was ein Wichser. Schießt er einfach durch den Boden durch. Ich bin nicht mehr.
Warum hört sich der Typ jetzt so gleich an wie der andere? Oh, das ist mein Skin. Das kommt vom Spiel. Das kann doch nicht so schwer sein. Das hört aus, ist ja anstrengend. Ach, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ja. Draußen ist es schon zu gefährlich. So, aber dann haben wir trotzdem jetzt diese Mission hinter uns und können uns gleich darum kümmern, dass wir ach, ihr wisst schon. Dass wir schön. Mit Olga reden können, um unsere Skill zu erhöhen. Jedenfalls finde ich, wäre das eine ziemlich gute Idee. Alle sind gescheitert. Oh, wow. Na komm.
Na gut, komm, wir schauen mal, dass wir unsere Sachen jetzt nochmal wegpacken. Und dann können wir auch schon loslegen. Zack. Weil ich muss tatsächlich sagen, das letzte Mal hat mich geschult, dass ich doch Angst habe, dass meine Sachen verschwinden. Da habe ich gar keine Lust drauf. Gut, den Rest ist es mir egal. Also das kann ich noch nehmen. Ja, das wollen wir alles gerade gar nicht hören. Zeig mir mal. Danke, Training. Gucken, ob das funktioniert. Oh, wow. Ach, weil ich eine Frau ist. Ja. Naja, du. Na gut. Ja. Na gut, komm, wir lesen das gleich nochmal ganz genau, was jetzt hat. So, da haben wir das jetzt auch. Na gut, ich werde den Rest auf jeden Fall dann. Ich werde den Rest auf jeden Fall dann offscreen machen. Und ja. Ja. Was soll man dazu sagen? Außer, dass ich mich herzlich bedanke fürs Zuschauen. Es war eine sehr kurze Folge, aber das soll auch mal vorkommen. Ja. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall durchgeskillt sein, soweit wir halt können. Und werden die nächsten Missionen angehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.